Morgen. Heute fahre ich mal eine 50 Kilometer Strecke durch den Burgwald. Da gibt es ein paar schöne Anlaufpunkte. Mal sehen, das Wetter soll ja heute noch schön bleiben, bevor es dann morgen wieder anfängt zu regnen. Am Donnerstag ist Himmelfahrt. Da werde ich natürlich auch wieder wandern gehen, aber heute erstmal ein wenig Fahrrad fahren. Okay, dann würde ich sagen, und los geht's. Ja, und ich würde sagen, hier haben die Säue ganz schön gewütet. Die Geoparkregion Burgwald ist gekennzeichnet durch seine besondere Lage, seine mageren Böden und seinen außergewöhnlichen klimatischen Bedingungen. Diese Besonderheiten hängen eng mit der regionalgeologischen Geschichte zusammen. Mächtige Sandsteinschichten, abgelagert vor etwa 240 Millionen Jahren im Erdzeitalter der unteren Trias, prägen großflächig den Untergrund. Durch ihren Gehalt an Eisenverbindungen sind die Gesteine meist rötlich gefärbt. Die kargen Böden ließen keine intensive Landwirtschaft zu, daher befindet sich in der Region mit rund 200 Quadratkilometer Ausdehnung eines der größten geschlossenen Waldgebiete Deutschlands. Bei den Franzosenwiesen. Wunderschöne Ecken hier im Burgwald. Hier fahre ich auch immer gern vorbei mit dem Fahrrad oder auch wandern. Das ist ein Top-Gebiet hier. Im Burgwald sind viele solcher Hochmoore. Wir liegen hier ungefähr auf 300 Meter Höhe. Und im Sommer wie im Winter sind das hier wunderschöne Plätze. Thank you.
Ja, hier im Burgwald gibt es mehrere solcher Hütten zum Ausharren, Rast machen, sich was zu essen rausholen, sich was zu essen kochen, wenn man das Richtige dabei hat. Ich habe natürlich mal wieder gar nichts zum Essen dabei. Ich hoffe, heute reichen meine 1,5 Liter Wasser aus. Es sind noch 32 Kilometer, aber ich denke mal, das ist zu machen. Ja, und wenn es mal regnen sollte, gibt es hier immer mal ein paar Bäume, wo man sich unterstellen kann. Und hier habe ich tatsächlich schon so ein Biest, was sich Zecke nennt. Und weiter geht's, Strecke machen. Und wieder heißes Sonnenbrandwetter. Es sei denn, man hätte sich eingeschmiert. Ja, hier sind wir in dem Ort Amönau und das war gerade das Lusthäuschen, was man gesehen hat. Diente auch Otto Uppelode zu seiner Illustration zu Rapunzel. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herab. Passiert nichts. Oder sie schläft noch. Ist ja heute Sonntag. Wer weiß.
hoffentlich hört man es vom Wind her. Ich habe jetzt noch 23 Kilometer aus Amönau. Bin ich jetzt raus. Das Rapunzel schläft wahrscheinlich immer noch. Und ich mache jetzt Strecke, damit ich nachher noch wählen kann. Denn heute ist ja Europawahl. Und die haben ja nur bis 18 Uhr auf. Also feuerfrei. Ja, und hier sind wir nun an der Lahn. Nachdem ich jetzt 10 Kilometer ein bisschen schneller gefahren bin, jetzt habe ich noch 12 Kilometer, dann bin ich zu Hause. Es geht ein bisschen noch den Lahn-Radweg entlang. Und dann geht es wieder über die Berge, über die Hügelberge. Alles, was über 1000 Meter ist, sind Berge. Und wir müssen nur über 500 Meter Berge. Hügel. Spätestens hier bereue ich wieder, dass ich mir nichts zu essen mitgenommen habe. So ein kleiner Gaskocher oder irgend sowas. Mit einer guten Nudelsuppe oder was auch immer. Das heißt für mich wieder, ich muss nachher das Zehnfache essen, wenn ich zu Hause bin. Weiter geht's. Und wieder eine Kuppe geschafft. Noch 9 Kilometer. Hahaha, ha, toller Scherz. So, die letzte Hürde wurde eben genommen mit dem Hügel da hinten noch. Jetzt rolle ich nur noch bergab. Es sind noch 500 Meter und dann bin ich zu Hause. Dann freue ich mich auch schon auf Essen und Trinken, was ich mir machen werde. Werde ich mich nochmal auf den Balkon setzen und werde den Rest der Sonne genießen, obwohl es schon überall ein bisschen zuzieht. Morgen soll ja die Kaltfront kommen
Und ja, jetzt rolle ich eben hier noch runter. Und das war's dann eben. Ja, dann sage ich schon mal tschüss. Vielleicht bis zum nächsten Mal.